Yes. Johanna hat. Es geht schon los, ja? Angemeldet hast. Ja, du warst ganz am Anfang, was bin ich schon da. Ganz glatt und dann kann man sich nicht halten. Na hallo, grüß euch. Also wir sind heute wieder beim nächsten Ferienspiel. Diesmal hier beim Rabhari. Künstler, ist ein Künstler. Und auch seine Margit, ist auch eine Künstlerin. Und sagen wir mal hallo zu den beiden. Hallo! Das war aber leise. Ja. Noch einmal, bitte. Noch einmal. Das war super. Holla. Ja, und wir haben auch einen schönen Garten mit vielen Pflanzen und großen Bäumen. Da gehen wir auch ein bisschen spazieren. Und ich mache viele Figuren aus Holz, die stehen da überall herum. Und die Margit macht so süße Figuren, so Schäfchen und Pferde und Hasen aus Ton, aus Erde. Ton, ja. Und. Ja, wir können mal in den Garten gehen. Es gibt ja viele Bäume. Das ist ein ganz großer Baum, das war mal ein Gasthaus, das Ganze. Und der Baum, der hat so ganz grüne Früchte, die Stacheln, sehen Sie die? Wer weiß, welcher Baum das ist? Jeder sagt seinen Namen, wenn er durchs Tor geht. Gehst nochmal zurück und alle gehen durchs Tor und sagen ihren Namen. Ja, Sonja! Nein. Geht schon. Wer bist du? Leonie. Zu mir her. Julia. Super. Super. Langsam. Amanda. Katharina. Super. Toll. Wow. Weiter. Oliver, komm her zu mir. So, nächstes Kind. Wer traut sich laut rufen? Lea. Nächste? Lea. Anna. Simon. Super. Simon, das ist ein großes Kind, Margit. Felix. Jetzt kommt ein großes Kind. Margit. Jonas. Toll, boah, der Jonas. Na, haben wir den Namen vergessen? Doris. Wer bist du? Genau. Das ist der Merlisch. Toll, jetzt weiß ich alle eure Namen. Alle. Wenn du sie nicht. Grün! Gold! Gold! Lachs, jawohl. Ja, schade, dass du Schau, was ist das für ein Holz? Wer weiß das? Ein Topf! Was, nein, was ist das für ein Holz? Stern, Stern! Du warst der Erste? Ein Stern. Jeder kennt das schon anders aus. Das ist auch aus Keramik. Das ist auch aus. Das sind Häuser, die aus Ton gebastelt sind. Die stehen alle da drüben. Ja. Die hat die Margit gemacht. Die haben auch mal. Gehen wir zu. Da! Ja, zum Bauerngarten. Steinbrunnen! Musik des Lebens! Und, ja, wer weiß, wie schwer der ist? Ungefähr. 100 Kilo! Wie viel Kilo? 800 Kilo, genau, hast recht gehabt. Fast eine Tonne, ja. Die Tanten dürfen auch nicht mitspielen. Das sind die grünen Girls. Green Girls. Oh, das ist ein Naturpark geschafft, weil das wohnt da oben am Busch. Mama, das läuft ja, wenn ich wissen. Und dann kommt es in den Ofen, wird ganz, ganz heiß erwärmt. Und wenn er genug ist, ist es wund. Ja. Das ist ein Doppelname. Und das andere, das zweite heißt Sonnenhut. Ja, Sonnenhut. Das ist ein Sonnenhut, da kann man Medizin draus machen. Ja. Das ist eine schwierige Frage. Geh mal. Nein, geh mal nicht auf. Schau, wie das da kommt. Soll ich euch ziehen?
Kommt mal alle her. Äppelbaum! Boah, bist du schnell! Boah! So, schauen wir weiter. Hat er so lange Haare wie ich? Nein, oder? Nein. Ja, fast. Fast? Fast, ja. Er weiß, wo das Schaf war. Es war Scheren, genau. Und bei wem war Scheren? Beim, wie heißt das? Scheren! Friseur! Ja, beim Friseur war das Schaf! Genau, beim Friseur war das Schaf. So, jetzt gehen wir alle da weiter und da drüben ist ein Teich. Geht mal vorbei. Ich mein, Salz. Ich hab das auch verstanden. Ja, ich glaube, ich. Ja. Wie alt bin ich? 50. 50. 60. 60. Nein, 50. 50. Das sagt man. Und wie alt ist der Baum, glaubst du? 190. Ich glaube, er ist 100 Jahre. Ich weiß es aber nicht ganz genau. 100 Jahre. So alt wie ein alter Großvater ist. Aber der kann noch 100 Jahre machen. Du warst die Erste, glaube ich. Die passt schon ständig. Schenkst du dir einen Freund? Ja. Okay? Aber den muss man noch bohren. Den bohre ich aber nicht. Schenkst du dir einen Freund? Den schenkst du denn? Geblieben. Aber ich habe sie stecken lassen, ohne dass ich Angst habe, dass wir wegnimmt. Weil der Benzin ausgegangen ist. Ja, wenn sie kaputt ist, steht die Mutter sicher drin. Dritter Stein, den bohre ich dann noch. Und deswegen nimmt es mir keiner weg. So. Und jetzt gehen wir einfach den Kreis da fertig und dann, fangen wir was an zu machen. Achtung, Stufe. Achtung, Stufe. Ja, super. Ja. Brauchen wir ein paar Steinchen mehr. Der Thomas ist der Jüngste. Nein, er ist das Kleinste. Kriegt der Thomas auch einen Stein? Der kriegt jetzt auch einen Stein, oder? Einen Stein. Er tauscht von den Kindern untereinander. Nein, schau, hier ist eine Frage. Die wussten, die haben einen Stein, der ist schon gebohrt. Den kann um den Hals hängen. Komm, bitte schön. Einen grünen Stein. Einen grünen Stein. Ich halt auch. Ja, du hast auch. Die ganzen Stein sind dran. Beim Speckstein gibt es rosa, ne? Grüne, schwarze, gelbe Speckstein. Welche? Ich habe eine rosa, aber nur ganz kleine. Tante Evi, du bist nämlich heute nicht gekommen. Das steckt immer so ein. Ich habe noch mal. Wer hat doch kein Steinchen? Haben wir alle einen Stein jetzt? Habt ihr ein Steinchen? Ich habe kein Stein. Du hast kein Stein, Oliver? Wenn man das ganz glatt schleift, sieht man, wie schön der Stein ist. Das ist bei den kleinen Steinen, aber das dauert halt ein paar Tage, bis man es groß hat. Mit diesem Papier ganz grob, dann immer feiner. Und zuerst kann man es mit dem Diamant feilen. Wer hat einen Stein für mich? Einen kleinen? Schau, ich mach's. Auf den Pfeilen kann man mal die grobe Form machen. Auf die ganz grobe Form beim Stein. Kann man Rundungen machen oder Dreiecke machen. Dann schaut es so aus mit der Delfin. Wisst ihr, warum ihr nicht so große Stücke habt? Und das dauert ein paar Wochen. Das will ich nicht tun. Ja, das ist auch nicht schwer. Das ist echt schön. Dankeschön. Ich auch gerne einen Delfin. Ich auch nicht. Ha, ein Auto? Versuchst du? Ich hab das schon mal gemacht. Ja, sehr gut. Okay. Ja. Ich weiß schon, wie man das macht. Ich hab schon mal das gut gemacht. Jetzt werde ich ihn. Ganz fest. Ich glaube, eine Kugel zusammenbracht. Oh Gott, ich. Das ist so dreckig. Boah, der Christ, ja, genau. Nein. Das ist wieder keine Kurve. Das ist nicht mehr rüber. So werfen. So sollte das machen. Das sieht doch so. Geht da einer dann wieder locker? So war ich so nicht, das glaubst du. Ja. Wo ist der? Ja, aber das ist zu dünn ist das, gell? Dann kann man es auch schon machen, wenn man immer weiß, weil wenn zu dünn.
Ja, so, jetzt machen wir mal ein Hüster. Ich hab schon den Hals. Ja, ja, ja. Ich hab noch geformt. Ja. Ja. Das hat sich dann, das wird dann bei dir auch. Wirft schon was. Die Ohren. Sind die Ohrlappen haben. Wow, das ist ein Riesenohr. Die Mule schaut so schön aus. Das ist ja voll riesig. Ich habe auch die Idee, ich mache das auch am Babyschrank. Ja, aber ich mache es sowieso am Babyschrank. Aber ich kann es machen. Nee. Kleine Vase. Aber ich mache beim nächsten Pferdespiel werden sie dann ausgesetzt. Schon? Denke schon. Wie ist das Nachname? Stuttgart. Da. Und der steht immer noch im Zimmer auf. Wie geht er denn? In M? Ist nicht wie ein M geht? Versteck mich kurz. Ich muss mir da auch den Namen einritzen. So, ja. Boah, willst du eine Vase? Boah, das ist schon ein Tier. Ja, sicher. So was macht sie. Gibt es Sachen? Oder aus dem Kind. Dann die andere Gruppe, die kennt uns schon. Da wo man kein toll, toll macht sie. Das ist hier. Nein, das ist so. Du kannst nichts richtig. Das gehört auch noch die Emily. Sehr gut. Was? Oh ja, super. Genau. Sollen wir es auf der Rückmaß falsch machen? Sehr schön, bitteschön. Junge Dame. Boah, das ist eine ganz kleine, gell? Probier mal. Geht's ein bisschen leiser. Amanda. War das, Amanda? Nein, du musst viel länger schleifen, schau. Da. Warte, wir können den Schleifer geben für den jungen Mann da. Wenn du die grobe Form hast, dann nimmst du Schleifpapier und dann gibt es keine Ritze in der Riese. Da kommt unten dann das Ja. Genau, den Namen. Gut, meins hat schon ein schieres Gesicht. Machen bin ich scheinbar nicht so gut. Ich lass die wohl. Ich will den Namen hinschreiben. Ich rundherum. Ich alle Namen. Das darf nicht so. Ich hab jetzt auch schon den Schleifpapier.
Eine Karotte für den Hasen? Der Magen passt nicht mehr. Ja. Was ist ein Seifenständer? Ja, wo man die Seife rein tun kann. Oh. Ich hab gedacht, in eine stehende Badewanne. Ja, das ist ein schöner. Was ist denn schön? Was ist Thomas denn? Schau mal, das ist ein fällt das nicht alles runter? Eine Runde? Sunde? Wer will ein gesund? Ja, ich bin bei der Bürosunde, das ist auf dem Dorfessel. Ja, auch bei dir. Ja, auf Wessen. Der kann was Schönes singen. So geht, ja, genau. Schaut, das ist da kommt der Kumpel ran, Mensch. Ja. Ja, schon gesehen. Jetzt mit Elektronik. Da kommen neue Tonsachen. Ein geiles Geist und von der Stubenbitte, das ist so ein Tumult. Ja, da kommen wir mit Schaffel hin und machen es jetzt gerade. So, warte mal. So, na passt schon so. Alle schauen zu mir her. Ich frage euch jetzt gleich was. Wie war es heute im Kunsthaus bei Harry und Margit? Schön! Ich frage euch noch einmal. Sagen wir Spitze oder Super? Spitze. Spitze, ja. Ich frage euch noch einmal. Wie war es heute im Kunsthaus Niederleis bei Margit und Harry? Spitze!